Immerhin ein kleiner Fortschritt. Die Leiter wieder festmachen. Die Leiter komplett anheben können. Hoffentlich ist die Leiter stabiler, als sie aussieht. Thank you.
Ich muss einen Ausgang finden.
Eine Darstellung Apuks, des Totengottes und Herrschers über Midnal, die neunte und schrecklichste Ebene der Maya-Version der Hölle. Apuk hüllte sich gerne in verwesendes Fleisch, um dann an der Oberfläche Jagd auf die Lebenden zu machen. Der Legende nach konnte man sich nur vor ihm retten, indem man schrie, als würde man unerträgliche Qualen erleiden. Er dachte dann, man würde bereits von einem seiner Helfer gefoltert und ließ einen in Ruhe. Wie passend, dass sein Botendämon eine Kreischeule namens Muan war. Nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Ah. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an.
Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Kann ich helfen? Ich bin eine Freundin von Abby. Ich sollte sie hier treffen. Wir haben eine Karte. Kannst du sie dir ansehen? Oh, zeig mal her. Eine schöne Arbeit. Gute Details. Freut mich, dass sie so gut erhalten ist. Du kennst sie also? In meinem Oberstübchen herrscht zwar Unordnung, aber meine Arbeit vergesse ich nie. Abbys Großmutter hat mich gebeten, sie zu zeichnen. Ich glaube, sie sollte eine Art Geschenk für Abby sein. Hier sind Flecken. 3 Stück. Siehst du sie? Die sind nicht von mir. Riecht wie Zitrone, oder? Zitrone? Zitronensaft kann als Tinte benutzt werden, um... Auf der Karte könnte eine wärmeempfindliche Nachricht versteckt sein. Darf ich deine Feuerschale benutzen? Klar, nur zu. Also, wie funktioniert das? Zitronensaft ist organisch. Er oxidiert und wird braun, wenn man ihn erhitzt. Und dann erscheint die Geheimnachricht. Es ist viele Jahre her. Meinst du, das klappt noch? Sobald Abby hier ist, werden wir es rausfinden. Was rausfinden? Wenn man vom Teufel spricht. Ich bin ein Engel, Diego. Das weißt du doch. Als Kind warst du keiner. Abby, Diego sagt, deine Großmutter hat ihn gebeten, die Karte für dich zu machen. Als Geschenk. Wozu bräuchte ich eine Karte des Dorfes? Ich kenne hier doch alles. Da ist noch mehr. Deine Großmutter hat auf dem Papier was versteckt. Hier, das man kaum sieht. Ich glaube, es ist eine Geheimnachricht. In unsichtbarer Tinte. Unsichtbare Tinte? Wirklich? Naja, es ist nur Zitronensaft, aber... Aber es funktioniert. Wie lautet das Geheimnis? Keine Ahnung. Darf ich? Sehen wir es uns an. Sieh mal, diese Symbole. 3x? X ist das Ziel. Hübsch, Oma. Sind diese Punkte weit entfernt? Nein. Trennen wir uns? Klar. Ich nehme die beiden hier. Danke. Abbys Großmutter Mariana hat Zitronensaft als unsichtbare Tinte benutzt, um 3 kleine X zu verbergen. Wie auf einer klassischen Schatzkarte.
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
einer Seite befindet sich eine dreistufige Kante, die anscheinend handgearbeitet ist. Interessant. Die andere Kante ist abgebrochen, als wäre sie zerschmettert worden. Das ist nur ein Teil von etwas Größerem. Dafür habe ich nicht genug Platz. Scheiße! Abby, wie läuft's bei dir? Bin fast da, was immer es ist. Bei dir? Such nach einem Steinfragment mit einer dreistufigen Kante. Ich habe hier nämlich eins gefunden und ich wette, wir suchen noch... Abby, wie läuft's bei dir? Bin fast da, was immer es ist. Bei dir? Such nach einem Steinfragment mit einer dreistufigen Kante. Ich habe hier nämlich eins gefunden und ich wette, wir suchen noch zwei. Du bist die Expertin. Ja. Abby, wie läuft's bei dir? Bin fast da, was immer es ist. Bei dir? Such nach einem Steinfragment mit einer dreistufigen Kante. Ich habe hier nämlich eins gefunden und ich wette, wir suchen noch zwei. Du bist die Expertin. Thank you.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gemeißelt auf der einen Seite. Zerstört auf der anderen. Definitiv ein Teil von etwas Größerem. Es kommt mir fast bekannt vor, aber ich frage mich... Ich habe hier einen dieser Steine. Ich habe die anderen. Was jetzt? Jetzt setzen wir sie zusammen. Mal sehen, was deine Großmutter dir mitteilen will. Pilar hat Oma besser gekannt als alle anderen. Wir treffen uns bei ihr. Ich hatte gehofft, Abigail wäre bei dir. Sie ist unterwegs. Hallo, Tante. Oh, es ist so lange her. Lass dich ansehen. Immer noch die kurzen Haare. Tante, wir haben was auf Omas Karte gefunden. Deine Frisur könnte übrigens auch besser sein, wenn ich mir das so ansehe. Ihr seht aus wie Jungs auf der Jagd nach... Tante, bitte. Warum wollte Oma, dass ich die Karte kriege? Ich hab's verdient. Erinnerst du dich an die Geschichten deiner Oma, als du noch ein Kind warst? Über einen geheimen, magischen Ort, den deine Vorfahren gebaut haben. Ja, aber ich wurde groß und sie alt. Und es ist nichts Magisches passiert. Aber sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Du hältst es in der Hand. Warum jetzt? Ich bin nur die Wächterin der Karte. Ihren Zweck zu entdecken, ist deine Aufgabe. Abby, ich bin sicher, was auch auf der Karte ist. Es führt zu dem versteckten Ort und deinen Antworten. Hoffentlich. Na gut, sehen wir es uns an. Wenn wir eins der Fragmente auf die Karte legen, wo wir es gefunden haben, so... Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es steht für die drei Ebenen der Existenz. Die obere Welt... Die Mittelwelt, das ist unsere, und die Unterwelt. Es steht auch für alles, was uns menschlich macht. Die Fähigkeit zu lieben, zu handeln, Weisheit zu erlangen. Aber wenn ich mich recht erinnere, repräsentiert das Zentrum des Chakana Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reichs. Im Kontext der Karte
sind wir davon hunderte von Meilen entfernt. Es gibt viele Interpretationen des Chakana. Cusco, ein Portal von einer Welt in die nächste. Man nennt es auch das Auge Gottes. Ein Wächter, der uns alle schützt. Und wonach suchen wir dann? Das muss doch irgendwo hinführen, oder? Sehen wir es uns näher an. Da muss etwas sein, das wir übersehen. Irgendwas. Da. Ich dachte zuerst, es sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Maya? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind Inkas. Was bedeutet sie? Pa'il, das bedeutet Wahrheit. Wahrheit? Worüber? Ich weiß es nicht. Sagt dir dieser Ort auf der Karte irgendwas? Oma und ich saßen dort, wenn sie mir Geschichten über den versteckten Ort erzählte. Vielleicht findest du dort deine Antworten. Bist du bereit? Behalte die Karte. Wir treffen uns dort. Die Teile kommen mir bekannt vor. Aber erkennen werde ich erst etwas, wenn ich alle zusammensetze. Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es gibt viele Interpretationen, was es bedeutet, die sogar bei den Inkas selbst umstritten sind. Aber es bleibt in jedem Fall ein äußerst wichtiges Symbol. Da! Ich dachte zuerst, das sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Sie bedeutet Wahrheit. El cielo estaba despejado y al minuto siguiente...